Herzlich willkommen bei Herausforderung Jesus, das Johannesevangelium. Zu Beginn unserer neuen Sendereihe ist es ganz undurchsichtig. Man weiß nicht genau, um welche Identitäten handelt es sich hier eigentlich. Und das werden wir heute uns anschauen. Um was geht's und wer sind die Handelnden? Das Johannesevangelium beginnt ja so schwierig ein Stück weit auch. Und man könnte sagen, was ist eigentlich hier wirklich gemeint? So dieser erste Satz im Griechischen heißt en arche en ho logos. Im Anfang oder am Anfang war das Wort. Wort, das war am Anfang. Darüber muss man doch wirklich erst mal nachdenken. Schon das könnte man sagen, ist wirklich die erste Herausforderung. Was heißt es, am Anfang war das Wort? Das Wort könnte man übersetzen wie Rede. Es ist eine Rede oder eine Sache, um die es jetzt geht, ein Tatbestand. Also gesprochenes Wort. Man kann aber auch sagen, ein Gedanke. Also ungesprochenes Wort, was nur im Denken abläuft. Dann gleichzeitig kann man es auch übersetzen als Verstand, als Denkvermögen. Und das stand alles am Anfang. Vielleicht hilft es, wenn man sagt, am Anfang war der Schlüssel, die Information, ganz am Anfang. Da würden sogar Leute aus verschiedenen Lagern zustimmen, die sagen, ja, ganz am Anfang muss doch irgendetwas gewesen sein, was Intelligenz irgendwo auch beinhaltet. Intelligenz, um die Fragen, die Geheimnisse des Lebens zu ergründen. Der Logos bezogen auf das Universum bedeutete für die Griechen das rationale Prinzip, das alle Dinge beherrscht. Heraklit hat es sogar so ausgedrückt, es ist eine die Welt durchwirkende Gesetzmäßigkeit. Das war ein griechischer Philosoph um 520 vor Christus. Also dieser Begriff ist extrem bekannt und Johannes in seinem Buch hier nimmt ihn auf und zeichnet die Metaebene. Es geht weiter und das Wort war bei Gott. Jetzt wird es theologisch dazu. Gott kommt ins Spiel. Worte sind doch eigentlich das, was jemand sagt, was jemand ausdrückt, was er eben denkt, vielleicht auch nur, aber doch eben nicht die Person selbst. Und das Wort war bei Gott. Soweit könnte man das noch verstehen. Ich spreche ja jetzt auch mit Ihnen und Sie hören meine Worte, aber Sie würden nicht auf die Idee kommen, dass das, was ich jetzt sage, ich selbst bin als Person. Aber es geht weiter. Es heißt, und das Wort war Gott. Hä? Also doch, das gesprochene Wort ist gleich Gott. Wie eigenartig ist das denn? Hier wird es zusammengezogen. Also das fordert doch wirklich die Logik heraus. Was passiert hier? Die Hebräer verwenden Logos, Wort, diesen Begriff, auch um auf Gott hinzuweisen. Johannes spricht also, es scheint so, dass er hier ganz zu Anfang gleich verschiedene Menschengruppen mit abholen möchte. Menschen, die durchaus an einen Gott glauben, aber auch Menschen, die mit Gott vielleicht gar nicht zwangsläufig was anfangen können, die sind hier mitgemeint. Und die sollen verstehen, ja, auch hier kann man nachdenken gemeinsam über das Leben und woher das Leben vielleicht sogar kommt. Vers 3 sagt uns dann, alles wurde durch diesen Logos, durch dieses Wort geschaffen. Nichts ist ohne dieses Wort entstanden. Das heißt, wenn der Logos, das Wort, mit Gott identifiziert wird, dann heißt es, dass Gott durch das Wort schuf. Da klingelt es im Kopf, wenn man sich so ein bisschen für diejenigen, die Bibel lesen, in der Bibel auskennt. Das hört sich doch an wie 1. Mose 1, Vers 1. Auf Hebräisch, Bereshit bara Elohim, et hashamayim ve et haaretz. Im Anfang schuf Gott Himmel und die Erde. Also die Welt hat ihren Ursprung in einem allmächtigen Wesen, in Gott. Und Johannes scheint es genau hier auf diesen Punkt zuzuspitzen. Genau so sieht es aus. Es geht um kein rationales Prinzip, es geht hier eigentlich um Gott, der am Anfang steht. Aber noch revolutionierender,
Johannes 1 kommt noch vor 1. Mose 1, Vers 1. Denn vor der Schöpfung, noch bevor irgendetwas geschaffen wird, steht Gott, kommt Gott. Schon wieder herausfordernd. Der Autor sagt ganz klar, bevor die Welt war, war Gott. Was heißt es für Sie? Was heißt es für mich? Am Anfang steht eben nicht der Zufall. Am Anfang steht Gott, der Sie wollte, der mich wollte, der die Existenz eines jeden Menschen gewollt hat. Warum leben Sie? Warum lebe ich? Weil Gott Sie gewollt hat. Hier entsteht Sinn für das Leben. Ihr Leben ist eben nicht sinnlos, ohne Sinn. Ganz im Gegenteil. Ihr Leben, mein Leben, ist sinnvoll, aus der Fülle Gottes heraus. Weil Gott uns wollte, und das Ganze hat einen Plan, eine Logik. Und das korrespondiert auch wunderschön mit dem Wort Logos. Bei Gott läuft es ab und ist sinnvoll. Vers 4 sagt, in ihm war das Leben. Und dieses Leben war das Licht für alle Menschen. Wir sind weiter in solchen, auf solchen tiefen Ebenen. Nicht nur das Wort, nicht nur der Logos steht am Anfang, der gleichgesetzt ist mit Gott, sondern jetzt geht es weiter. Ja, er ist sogar das Leben, dieser Logos. Also dieses Wort ist lebendig. Es lebt. Atmet es? Oder wie lebendig ist es? Wie lebt es? Und es ist sogar Licht für alle Menschen. Wie? Das Wort lebt und es leuchtet. Oder wie soll man sich das vorstellen? Also diese zwei weiteren Schlüsselbegriffe hier, die eingeführt werden. Leben und Licht. Spannenderweise im Alten Testament, in Psalm 36, Vers 10, heißt es, denn bei dir, bei Gott, ist die Quelle des Lebens, in deinem Licht sehen wir das Licht. Was sind zwei absolute Grundbausteine für das Leben? Wasser und Licht. Und das kommt auch in diesem Bibeltext hier in dem Psalm zum Ausdruck. Gott ist die Quelle des Lebens und in seinem Licht sehen wir das Licht. Und es ist so, als ob Johannes mit diesen Texten spielt, mit diesen alttestamentlichen Gedanken, dass er sagen möchte, Gott ist derjenige, der hier durchschimmert auf verschiedenen Ebenen mit verschiedenen Bildern. Im Wort war das Leben. Gott ist lebendig. Das Wort ist Leben und Licht. Auch im Schöpfungsbericht hat das Wort Leben hervorgebracht. Und begonnen hat es mit der Erschaffung des Lichts. Am Anfang heißt es, was ist das Erste, was Gott spricht? Es werde Licht. Warum die ganze Erzählung? Es geht um den Menschen. Dieses Leben war das Licht für alle Menschen. Der Mensch soll Erleuchtung, Orientierung, Antworten, Sinn finden in dieser Welt. Das Wort, die Formel, den Schlüssel für die Geheimnisse des Lebens. Vers 5. Das Licht leuchtet in der Finsternis. Und die Finsternis hat es nicht auslöschen oder überwältigen können. Man kann auch übersetzen, die Finsternis wehrte sich gegen das Licht. Johannes erklärt also, dass die Sache mit Gott nicht einfach zu akzeptieren ist. So wie es nicht automatisch taghell wird, wenn man eine Kerze anzündet. Das braucht ein bisschen, bis dieses Licht sich im Raum ausbreitet. Johannes beschreibt einen Konflikt, einen Dualismus zwischen Licht und Finsternis. Und diesen Konflikt, diesen Kampf, scheint es den nicht auch im Menschen zu geben? Oder ist es so, wenn wir über die Sache mit Gott nachdenken, dass dann jeder gleich sagen würde, ja, ist mir klar, es gibt Gott, Gott existiert, ich nehme ihn wahr. Ja, so ist es nicht für jeden Menschen. Da sind auch Zweifel, da sind Fragen. Es ist nicht immer so ganz einfach. Und Johannes scheint diese Herausforderung mitzunehmen, gleich am Anfang, auch hier in den Text, und sagt, Mensch, hör zu, was ich zu sagen habe. Lass dich drauf ein, denk drüber nach, lass es in dir arbeiten und schau mal, was passieren wird.